Der DAX bekommt einen Tusch. Hat er sich verdient, oder? Neues All-Time-High. Liebe Leute, hier ist Christian Schlegel. Es ist Mittwoch, es ist der 12.02. und wir haben 17.54 Uhr, sehr ungewohnte Zeit. Aber da ich nicht weiß, ob ich in den nächsten Tagen dazu komme, mache ich heute den DAX-Film. Wie gesagt, hat er sich verdient, den Tusch. Also ich wollte euch das nicht antun, dass ich hier singe. Das muss, glaube ich, nicht sein. Ich kann auch kein Champagner ploppen. Das geht ja auch nicht. Bei mir auf dem Schreibtisch liegt kein Konfetti. Aber wir haben ein All-Time-High. Finally, finally folgen wir MDAX, Nasdaq, Dow und wer auch immer noch ein neues All-Time-High hat. Ja, ich habe momentan ein bisschen Stress, weil ich bin hier dabei. Follow My Trader, das ist die ein paar Mal angesprochene App. Da gibt es also ein paar Händler und ich bin da auch dabei. Und wir legen vor und ihr könnt dann nachziehen. Das sind bisher die Trading Brothers, der Herbert Thomas dabei, Ronny Raudis und ich. Und da kann man dann noch sehen, gibt es zu jedem noch ein Interview. Da kommen jetzt auch irgendwann noch mal Filme rein. Richtig schick. Und hier meine Lieblingstasse. Die habe ich ja, meine Schüler bekommen immer diese Tassen. Der eine oder andere wird es erkennen. Und da bin ich also sehr viel mit dabei. Followmytrader.de können Sie sich ja mal anschauen. Wir starten irgendwann im März. So, und jetzt sind wir hier beim DAX. Ein All-Time-High. Hooray! Ich mache das hier mal ein bisschen größer, damit ihr das seht. So, ich bin ein sehr großer Fan von den sogenannten Fibonacci Retracements. Das heißt, ich habe eine Bewegung und wie weit ist dann der Gegenlauf? Ich persönlich, und ich weiß, ich ziehe mir jetzt wahrscheinlich den Zorn zu von sämtlichen LJ-Wellen, ich kann nicht mit den Fibo Extensions, ich kann das nicht. Fibo Extensions, das sieht dann so aus, dass ich dann hier über das System, sage ich dann, gib mir mal die Ziele ein und dann kommen hier alle möglichen Ziele, die mir eingegeben werden. Das ist dann das 123er, 138er, 150er. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier richtig lege. Ich mache das wieder raus. Also jetzt von hier zu sagen, wohin der DAX geht, ist für mich, finde ich, nicht so einfach. Die 14.000 ist nichts anderes als eine Zahl. Ein bisschen Psychologie, ja? Damit wir eine neue Headline in irgendeiner Zeitung haben. Aber ansonsten ist das für mich kein nennenswerter Chartpunkt. Für mich nicht. Es kann sein, dass wir da hingehen. Ich glaube nicht, dass wir im ersten Anlauf da durchgehen werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte im NTV gesagt, wann war das? Ich glaube, das war September und es war Dezember. Ich glaube, dass wir noch bis in den März hinein positiv bleiben. Ich habe die Zahl 14.000 auch genannt, aber auch danach gesagt, ich glaube, dass das dann das Hoch dieses Jahres sein wird. Da bleibe ich dabei. Ich denke, wenn die Berichtssaison bzw. die Hauptversammlungssaison anfängt, hatten wir die Hochkurse schon hinter uns. Das ist nach wie vor meine Meinung. Egal wie, wir haben heute hier und jetzt an diesem wunderschönen Mittwoch haben wir ein neues All-Time-High. Da ist auch noch Momentum drin. Wir sind positiv über das MACD. Wir sind weiter positiv über die Stochastik. Es gibt nirgendwo den Hauch eines Verkaufssignals. Tja, wir haben das Doppeltop rausgeräumt. Also die Gefahr des Doppeltops ist auch raus. Das ist gut, es sieht vernünftig aus, das ist der Gesamtmarkt, der steigt, wie auch immer. Es sieht okay aus, ich habe kein Verkaufssignal hier. Ich habe eine sehr schöne Unterstützung in diesem Bereich hier, in dem die 10 und 20 Tage-Linien miteinander schmusen. Das ist also 13.392 und da fange ich jetzt auch mal an mit den Optionsscheinen. So, hier sind wir. Ich habe mich für erstmal diesen Schein hier entschieden. 13.314. Da sind wir hier drunter, unter 10 und 20 Tage Linie. Ich unter dem letzten Mini-Verlaufslow. Gucken Sie sich das aber mal mit der 4 Stunde an. Das ist ganz interessant. Jetzt mache ich den Freund hier mal raus. So, hier sind wir also 13.392 und ich rede von diesem K.O.-Call hier von Goldman Sachs, ein Open Shine mit der Basis 13.314,50, ein Openschein, der jeden Tag seine Basis nach oben abändert, im Moment ein 32er Hebel. Also kein kleiner Lümmel. Das ist die Kennnummer GB8UVL. GB8UVL. Der liegt hier drunter. Ein 52-Wochen-Hoch. Ich habe das heute auch im Chat gesagt. Ein 52-Wochen-Hoch oder ein All-Time-High sind statistisch gesehen mit die besten Kaufsignale. Aber der eine mag einen 32er-Hebel, der liegt dann hier und der andere geht ein bisschen tiefer. Und tiefer müsste er dann eigentlich von allen Regeln her hier unter der 12.880 sein. Da können wir den Hebel hier mal ganz ordentlich zurückschieben und liegen dann hier 12.882. Das ist dann nur noch ein 16er-Hebel, also rund die Hälfte. Das ist auch von Goldman ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GB4PR0. Der liegt also hier drunter.
Da dürfte jetzt eigentlich, also wenn der gebrochen werden würde, ist diese gesamte Aufwärtsbewegung hier ja, beendet. Das sehe ich momentan auch nicht. Nur nochmal, ich habe keine Ahnung, wie weit er jetzt hier hochgeht. Sind es 50 Punkte, 100 Punkte, 300 Punkte? Ich halte mich da raus, ich lasse es laufen. Ich ziehe die Stops an unter die 1-Stunden-Kerze. So mache ich das. Aber das ist Geschmackssache, je nachdem, wie der eine oder andere das macht. Jetzt wird natürlich sagen, ich brauche aber einen Put. Tja, Put. Also, ich nenne euch einen. Aber der, ja, ich sträube mich eigentlich, einen Put zu nennen, weil wie gesagt, es gibt kein Verkaufssignal. Ich sehe das ein, dass da vielleicht der eine oder andere Put rein muss. Ich mache mal hier ein, sowas hier. 14.100, da liegen wir also noch hier drüber. Das ist momentan hier gar nicht im Chart, da müsste ich den Chart so machen. 14.100 liegt hier drüber. Das ist keine Ansage, sich so ein Ding jetzt hier zu kaufen. Das ist was für die Watchlist und da müssen wir auf Verkaufssignale warten, die da sein können. Stochastik unter 80, MACD geht runter, einen Shooting Star, einen Doji, Black Bozus, so Geschichten. Ja. Das kann es sein. Aber packen Sie sich auf die Watchlist. 14.101, Open End Shine, Goldman Sachs, mit der Kennnummer GD3MAW. Ich glaube nicht, dass wir die 14.000 sehen. Nicht in der Bewegung. Der macht vorher nochmal einen Taucher. Vielleicht gehen wir auf 13,59 oder sowas. Macht nochmal einen Taucher hier auf dieses Niveau. Holt sich die Bestätigung ab und dann vielleicht. Möglich. Ja, aber im Moment hat er noch Momentum drin. Das sehen Sie hier. Wir schließen in der Nähe des Tageshöchstkurses. Das ist okay. Ich gehe noch nicht short. Hat keinen Sinn. Ihr macht bitte, was ihr wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.